Gleich in den TV Berlin Nachrichten. ITB eröffnet Partnerland Mongolei, präsentiert sich mit interessanten Einblicken. Nun auch die Windpocken, immer mehr Erkrankte in der Hauptstadt. Und das Wetter ist bei wechselhaft und das bei milden Temperaturen. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 4. März. Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel reißt ab sofort das Planungsverfahren für die Entwicklung des Mauerparks an sich. Auf einer Fläche von 3,5 Hektar sollen fast 700 Wohnungen entstehen. Ein Teil davon ist frei finanziert, ein Teil geht an die GEWOBAG und ein anderer Teil sollen Studentenwohnungen werden. Gegen die Bebauung regt sich seit Jahren Widerstand. Der Bezirk hatte immer wieder mit Bürgerinitiativen zu kämpfen. Nun gibt es erneut eine Bürgerinitiative gegen die Bebauung. Der Senat greift deshalb ein. Fortan wird die Bauverwaltung des Landes für das Areal zuständig sein. Der Bürgerbeteiligung sind nunmehr größere Hürden gesetzt. Berlin hat in den vergangenen 4 Jahren 175.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewonnen. Potsdam hat 160.000 Einwohner. Also in den vergangenen 4 Jahren ist eine Stadt größer als Potsdam zu uns gezogen. Und das hat Konsequenzen auf dem Wohnungsmarkt. Und deshalb brauchen wir Neubau. Wir brauchen Instrumente zur Mietpreisdämpfung. Die haben wir alle auf den Weg gebracht. Bündnis für soziales Wohnen, gestern die Umwandlungsverordnung. Aber wir brauchen dringend Neubau. Und da ist eine Größenordnung von 700 Wohnungen und 7 Hektar Parkerweiterung nicht mehr eine Frage, die in der Nachbarschaft entschieden wird, sondern es ist eine gesamtstädtische Frage. Die Menschen überall in Berlin müssen daran Interesse haben, dass gebaut wird in allen Berliner Bezirken. Fördertag voller Erfolg. Mit ihrer Einladung zum ersten Berliner Wirtschaftsfördertag haben Senatswirtschaftsverwaltung und Investitionsbank Berlin am Mittwoch in Schwarze getroffen. Mehrere hundert Unternehmen haben das Informationsangebot im Atrium der IBB angenommen und informierten sich in hochkarätig besetzten Gesprächsrunden, bei individueller Beratung oder an den Messeständen über die breite Palette von Fördermitteln der öffentlichen Hand. Von Darlehen, Investitionszuschüssen und Bürgschaften des Landes, Bundes oder der EU bis hin zu Wagniskapital für Start-ups. Fördermittel können maßgeschneidert von kleinen wie großen Unternehmen abgerufen werden, wenn man weiß, wie. Das ist jetzt ganz stark davon abhängig, was Sie für ein Vorhaben planen. Also wenn Sie jetzt ein technologisches Vorhaben haben, dann ist das ein Stück weit ein bisschen anders. Da sind vielleicht andere Anforderungen hinsichtlich des Innovationsgehaltes, hinsichtlich der Arbeitsplätze, die geschaffen werden, hinsichtlich der Partner, mit denen Sie dieses Vorhaben zusammen realisieren, hinsichtlich verschiedener Projektphasen, die damit verbunden sind. Wenn Sie auf der anderen Seite ein Investitionsvorhaben planen, dann ist es so, dass Sie in allererster Linie natürlich eine ganz andere Form der Beschreibung Ihres Vorhabens brauchen. Mehr dazu übrigens in einem TV Berlin Spezial der Nahaufnahme. Heute in unserem Programm und später dann auch im YouTube-Channel. Nun auch noch Windpocken. In Berlin erkranken immer mehr Menschen an Windpocken. In diesem Jahr habe es bereits 240 Fälle gegeben, sagte eine Sprecherin des Landesamts für Gesundheit am Mittwoch. Allein in der vergangenen Woche registrierten Ärzte 22 Neuinfektionen. Bereits 2014 hat es, den Angaben zufolge, einen deutlichen Anstieg gegeben. Die Zahl der Erkrankungen habe sich innerhalb eines Jahres auf 1577 verdreifacht. Als Grund nannte die Sprecherin die Impfmüdigkeit. Viele wüssten nicht, wie gefährlich Windpocken sein könnten. Die Krankheit kann zu Lungen- und Hirnhautentzündung führen. Zuletzt waren auch die Fälle von Masernerkrankungen stark gestiegen. Schließung wegen Reinigungsarbeiten. Touristen in Berlin müssen in der kommenden Woche auf eine beliebte Aussicht über das Regierungsviertel verzichten. Die Reichstagskuppel in der Hauptstadt ist vom 9. bis 13. März für Besucher gesperrt. In dieser Zeit werde die Glaskuppel gereinigt, teilte die Pressestelle des Deutschen Bundestags am Mittwoch mit. Dachterrasse und Restaurant bleiben jedoch für das Publikum geöffnet. Strom im Osten viel teurer. Höhere Netzgebühren machen Strom für Kunden in Teilen Ostdeutschlands teurer als im Westen. Ein modellhafter 4-Personen-Haushalt mit 4000 Kilowattstunden Verbrauch bezahlt nach einem Index vom Tarifvergleichsportal Verivox 1172 Euro im Jahr. In Bremen sind es nur 1070 Euro. Der Unterschied rühre vor allem daher, dass die Gebühren für das Durchleiten des Stroms durch die Leitungen im Osten höher seien, wie Verivox am Mittwoch mitteilte.
Grund seien die hohen Investitionen in die Netze nach der Wende, die oft geringe Bevölkerungsdichte und der Ausbau erneuerbarer Energien. ITB eröffnet. Die internationale Tourismusbörse ist Mittwochmorgen von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller und dem mongolischen Präsidenten Zakir Jim Elbekdorsch eröffnet worden. Sie zählt zu den wichtigsten Treffpunkten der Reisebranche. In den Hallen am Funkturm werden touristische Trends gesetzt und Verträge in Milliardenhöhe geschlossen. Bei der 49. Auflage der ITB präsentieren mehr als 10.000 Aussteller Angebote zu Reisezielen in über 180 Länder. Im Vorjahr kamen 174.000 Besucher, darunter 114.000 Fachbesucher. Partnerland der weltgrößten Reisemesse ist in diesem Jahr die Mongolei. Mehr zu ITB in einem TV Berlin Spezial täglich um 18.15 Uhr und um 21.15 Uhr. Später auch in unserem YouTube-Channel. Und damit sind wir auch bei den Wetteraussichten. In der Nacht erwartet uns leichter Schneeregen, das Quecksilber sinkt auf 3 Grad. Der Donnerstag startet teils aufgelockert, mittags zieht es sich jedoch wieder zu. Erst gegen Nachmittag kommt zwischen den Wolken auch mal wieder die Sonne zum Vorschein. Das Quecksilber steigt auf 7 Grad. Und der Blick auf den Rest der Woche? Freitag und Samstag ist der Himmel ebenso teils bedeckt, teils sonnig. Die Schauerneigung ist sehr gering. Freitag erwarten uns bereits 8, am Samstag dann schon 11 Grad. Immerhin. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.